das Thema Identity Consolidation, also das Zusammenführen von verschiedenen Identitäten aus verschiedensten Welten, ist deswegen ein relevantes Thema und für viele Unternehmen wichtig, denn sie haben heute aufgrund der 20 Jahre oder mehr, die sie in der IT schon tätig sind, häufig einen großen Zoo an verschiedensten Bereichen, in dem sich neben der Microsoft-Welt, die über das Active Directory recht gut abgekontrolliert ist, eine Linux-Welt, eine Unix-Welt, aber vielleicht auch noch ein AS400 tummelt, die alle andere Einwahldaten, andere Root-Accounts oder administrative Nutzer hat. Was Sinn macht, ist natürlich, diese Sachen zusammenzuführen, sodass ich nur noch einen Login habe und dann auf allen Maschinen möglichst wenig Recht und es dann erst bekomme, wenn ich es benötige. Das ist eine Technologie, die sich gerade mit dem Aufkommen der Cloud und den dortigen neuen Identities, die sich ja überall bewegen, massiv verstärkt hat und indem wir eben auch einen entsprechenden Lösungsansatz haben, der das Ganze vollautomatisiert so macht, dass Unternehmen sich wirklich nur darum konzentrieren, eine Identity für jeden Administrator, für jeden privilegierten Nutzer zu haben, um dann das entsprechende Recht zu sammeln.